2018, zum Switch-Release, war es soweit. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, ist für die Nintendo Switch erschienen und sollte unter anderem eines von den erfolgreichsten Games werden, wie ich damals in der Hochphase auf meinem YouTube-Channel Gamercouch hatte. Ich verbinde sehr, sehr viele Stunden mit dem Spiel, sehr, sehr wilde Streams, sehr, sehr wilde Zeiten. Ich habe das später auch dann als Livestream-Projekt gemacht, Anfang als Videoprojekt, und das war sehr, sehr wild. Und heute ist das 12.05.2023 und dieses tolle, tolle Spiel hat einen Nachfolger bekommen. Nämlich The Legend of Zelda Tears of Kingdom. So sieht's aus und damit herzlich willkommen zu einem neuen Display auf dem YouTube-Channel von der Gaming Crew. Ich bin so unfassbar gehypt, ihr könnt es mir gar nicht glauben, denn wir fangen an, offiziell mit den Let's Plays zu Legend of Zelda Tears of Kingdom. Oh mein Gott. Ja, dieses Let's Play wird ein klassisches Let's Play werden, was wir auf YouTube machen. Zumindest mal fürs Erste. Wenn ihr irgendwann mal Bock habt, das random auf ein Stream-Projekt umzusetzen, ist steht offen, macht es das eventuell, je nachdem, wie gut ich mit dem Spiel zurechtkomme. Habt schon gehört, das Spiel soll es fair sein, also ich bin mal gespannt. Ich glaube, meine Hype wird sehr schnell davon gehen. Da müssen wir einfach abwarten. Was ich aber auch gehört habe, ist, dass das Spiel unfassbar gute Rezensionen haben soll. Also fast überall 10 von 10 Punkten, beziehungsweise 9 von 10, das ist Wahnsinn. Was haben wir nochmal? Hier ist, ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von euch die Endzone. Ist das so ein Videospielmagazin, was ich schon seit Jahren abonniert habe und es cool finde. Und ich weiß gerade nicht, ob die das noch in der Force oder so im Test drin haben. Im Test wäre es natürlich super. Aber ich glaube, das hat für den Test zeitlich nicht mehr gereicht. Wäre schon mal ließ, genau. Und das ist bis jetzt nur in der Force drin in dem Heft. Aber das ist eine riesen lange Force-Seite für den ultimativen Kracher. Ja, und das ist jetzt noch keine Bewertungszahl drin. Aber die meisten Magazine, ein Printmagazin, da haben das jetzt eben so ein Online-Magazin, haben das so bewertet und es hat so dermaßen gute Bewertung, das ist Wahnsinn. Aber bevor es sagen, wir verlieren keine weitere Zeit mehr, sondern steigen das ein in The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Nintendo präsentiert The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Wo geht's hier hin? Das ist die Frage. Schauen wir doch mal. Schloss Hyrule Untergrund sind wir also. Okay. Ich hätte mir nie vorzustellen gewagt, dass unter dem Schloss Hyrule ein solches Gewölbe existiert. Ui, was ist denn da? Schwarzer Nebel. Diese schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? So, meine Kamera hat gerade gefreezed, sorry. Tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund.
Okay, das klingt doch nach dem Plan. Ich bin da und ich besitze. Kann allerdings. Ah! Mit X mein Schwert zücken, mit Y mein Schwert zücken, mit X rumspringen. Okay, das Funzt. Sehr interessant, sehr interessant. So, die Frage ist, wo kommen wir hier hin? Was war das? Link. Das Masterschwert. Das Schwert, welches das finstere Subann vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Los der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Okay, das wird mir nicht ohne Grund angezeigt. Muss immer auf Zelda warten. Okay, was liegt denn da? Ruinen, Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Welcher kurioser Ort. Die gemeißelten Inschriften, ich ahne es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich in meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu, es hört sich an wie so ein Fotoapparat. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und die macht ja auch Fotos. Ich bin ja dumm. Er hat dann Gerät in der Hand und macht Fotos und denkt mir, wieso hat der Fotogerüste? Und wenn ihr Namen auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Sieh nur diese Statuen hier. Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Schau doch, welche lange Ohren sie. Welche. Schau mal. Schau doch, welche lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das im Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es seien noch weitere Funde auf uns warten, Link. Lass uns weitergehen. Ah. Ich kann also auch Wände hochklettern. Wie krass das vertikale Wand hochklettern kann. Sehr interessant. Jetzt wissen sie das und längst weiter. Hier sind noch mehr von diesen komischen Skulpturen. Ah, und da kommen die ersten Gegner. Tschüss. Ich mach Zelda so gar nichts. Alles in Ordnung, Link? Ich bin erfunden, wenn alle Prologe vorgesprochen werden wollen. Persönlich finde ich das Fantasy besser. Wandbilder. Hab sogar mein Zelda-Dings hier an. Seht ihr hier, aber das kann man Das gar nicht erinnert mich gescheit an sehen unsere irgendwie. Geschichtsbücher.
Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Aha. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hyliana wie wir zu sein. Hyliana, okay. Als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Ich hatte auf dem Film. Richtig Bock for real, wenn ich jetzt den Prolog sehe. Das könnte ein wilder Film werden. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Oh. Ja, mein Ernst, was Kamera? Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Mhm. Boah, gruselig so mit dem schwarzen Nebel. Irgendwie aus wie Schimmel. Ich weiß nicht. Oh, der wird immer dichter und roter. Das ist nicht gut. Okay, ein Zelda juckt das bis jetzt noch gar nicht. Ja, komm, das geht schneller. Nein, das machen wir nicht. Zelda läuft gemütlich hinterher. Die Musik wird immer epischer. What is this? Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz vorsichtig. Warte mal. Lass uns gehen, Link. Sei bitte ganz vorsichtig. Okay, die wollen das mal gehen. Gucken mal wieder dieselbe. Ach, verfickt. Jetzt habe ich es selbst verkackt. Und zum vierten Mal.
Dann gehen wir. Aber ich denke mal, wir werden nicht das letzte Mal dort gewesen sein. Was ist das? Was ist was? Das? Gute Frage. Was machst du das wert? Ne, das ist ein Arm. Fast wie so ein Horrorfilm. Das ist nicht gut. Nein. Link! Meine ganzen Herzen. Oh nein, das sind es wert. Sieht nicht gut aus. Der Typ ist doch verrückt. Link. Oh nein. Ich hoffe, das geht's gut. Nein. Nicht gut. What's that? Du bist also erwacht, Link. Wer ist das? Zelda hat mir viel von dir berichtet.
Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Was haben wir denn hier? Das, was im Schwert noch übrig ist. Sie fressen nicht Masterschwert. Yay. Besser als kein Masterschwert, ne? Okay, mit Y kann man angreifen. Und auch Sachen wegmachen, die im Weg sind. Was haben wir hier? Halt mal unseren Finger dran. Ui, ist ein Scanner, das ist ja wild. Ui. Und da ist es eine Tier. So, wir haben immer noch nur 3 Leben. Das ist ein bisschen belastend. Aber schauen wir mal, wohin uns die Reise führen wird. Bin gespannt. Und da kann man reinspringen ins Wasser. Und das, meine liebe Leute, machen wir im nächsten Part von The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Ich bedanke mich bei allen Fußhosen von dem Part. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!